Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf der Nintendo Switch. Ausgetrunken! Ja. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ah ja. Drei gegen einen. Holla, ihr seid tapfer. Ich bleib nicht lang. Lass das. Das Zeichen hier unten neben Lass das zeigt eigentlich schon an, dass wir Axie benutzen können, also ihn geistig manipulieren können. Zumindest einen von denen. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. Drei von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chat, Lash, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Dein Arsch gehört mir. Hörst du die Eier? Na komm, ich schäle ihn in die Ecke rein. Komm, trau dich. Komm, du großer, starker Mann. War nett, euch zu treffen. Mit der Faust. Sehr nett. Eine nette kleine Abwechslung. Ah, da bist du ja. Was verkaufst du denn Nettes? Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Gerne. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht, meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Ach, das ist aber nett. Was hast du denn so? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Also ich habe nichts zum Verkaufen. Was? Kamitkes? 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 Sattel, Satteltaschen, Scheuklappen und ein Rezept. Pass auf dich auf. Ja. Willst du Erde? Ja, das Stückchen kann ich noch zu Fuß laufen. Wenn das sein Abschlagsbrett. Dann kriegen wir die Quests. Ein Quest. Und am Morgen hat er die Hose voll. Ja, und interessante Orte auf der Karte. Dass es Krieg geben würde. Was? Zum Glück hat er das schon erlebt. Wer hat dir das beigebracht? Ja. Ich weiß, ja, das ist nicht richtig. Und ein Quest. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Beleidige mich nicht. Das tut mir leid. Wenn mir einer das Haus abfackeln würde, wäre ich auch angepisst. Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders.
Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen gehen, gegen Bezahlung. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stets. Viel Glück. Ja, danke. Ja, ja. Blütenblätter der weißen Myrrhe. Ja, weiße Myrrhe. Ja. Ja. Berber. Frucht. Ah, hier ist sowas. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Ich weiß, dass ich das unbedingt lese, ja? Ich muss mir echt auf den Penetrant auf den Sack damit. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Tritt aber nicht rein. Wenn ihr eine Spur verfolgt, müsst ihr auf jeden Fall das letzte Teil, was hat der da anzeigt. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Angel, Fischernetz und ein Geld. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Aha. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. So ein Trottel. Er verliert auch seine Stiefel. Die Spur führt wieder ins Dorf. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Ich mache mir eine Schleuder und jag Bären damit. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen auf der Jagd gestellt. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Ja, so war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Spuren du bist von Ertrunkenen klauen. Das muss er sein. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Kommt nicht in Frage, du kommst mit. Gut, aber keine Brandstifterei mehr. Nee. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Das glaube ich nicht. Beruhige dich und komm mit. Ganz ruhig, komm jetzt. Na komm. Ich muss
Ja, dann geh dich mal fein entschuldigen. Mutter war aus Nazair. Ach, so ist das. Lassen meinen Namen. Meister Derban. Rüge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land. Ich weiß, was ich weiß. Elsa sieht sich für die Schwarzen aus. Kleine Hure. Nett. Komm. Moin. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Alles klar. Oh, weiße Muscheln. Nochmal von der Frucht. Ausgebohrte Hölle mit Schlangen. Los, aufwachen! Was? Was ist los? Bitte, der Dorfpyromane höchstpersönlich. Nab? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort! Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau. Wenn der Nachschub kommt, ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Jetzt wird das Dorf dich erst recht nicht lieben. Harte Strafe. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben. Jetzt kann das Dorf mich mal kreuzweise. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mache dir gute Preise. Plötzlich steckt wieder fest. Los, lauf! Was ist mit deinem Gesicht passiert? Oh, ouch! Hoppala. Hallo? Ah, jetzt verpieselt ihr euch.
Hallo? Danke. Wollesleber. Hundeteig. Wollesleber. Toasteblume. Rohes Fleisch. Jemand zu Hause? Zerriebene Perle. Hallo. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich: Meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen, ich geb sie dir morgen wieder. Da habe ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich habe ein gutes Herz. Da habe ich sie ihm gegeben. Faszinierende Geschichte, in der Tat. Interessant. Was geschah dann? Faszinierende Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf. Verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd. Und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Gut, ich helfe dir. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten, nur für den Fall. Kämpferhose und Geld. Eine Puppe. Ein Runenstein und eine leere Flasche. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Monokel mit Sprung. Interessant. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Zerriebene Perle. Alchemistenpulver. Alchemistenpulver. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Moment. Gib mir gerade was auf den Keks. Könntest du bitte mit dem Tutorial aufhören? Danke. Ja. Einmal.
das ist mir eigentlich nicht mehr weggehen damit. Ein Kurzschwert. Harz, Bernsteinstaub, ein Schema und eine herausgerissene Seite. Schnaps und Bier. Dokumente. Fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Hast du die? Okay. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja, hab ich gefunden. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut. Sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal. Du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen. Für die Reise. Ah, danke schön. Das ist ein Bug. Anzeige-Bug. Was machst du da im Wasserplätze? Langsam. Nein, theoretisch habe ich noch ein anderes. Weiter so, Plätze. Moment mal. Oh, was nur? Moment. Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Beschreibe den Geist. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Ich werde dir helfen. Reden wir über die Belohnung?
Keine Zeit, ich komme später wieder. Wenn ihr das hier ausfüllt, dann dürft ihr es dabei aber nicht übertreiben. Sonst verärgert ihr ihn und dann kriegt ihr weniger. Dann habt ihr es auch beim nächsten Mal schwerer zu verhandeln. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Plötze. Ja. Los, los. Möge die Sonne auf. Der berüchtigte Brunnen. Eine Mittagserscheinung. Was hat sie hier zu suchen? Sam, sie greift nicht an. Okay. Wie ist das Real? Ja, lies nach. Die Einwohner von Weißgarten hatten einiges ertragen müssen. Durchziehende Armeen hatten ihre Aussaat zertrampelt, ein Greif hatte begonnen, sich an ihrem Vieh gütlich zu tun, und zur Krönung spukt es auch noch eine Mittagserscheinung in dem nahen Brunnen. Kein Wunder, dass letzteres Übel im Dorf als Teufel bezeichnet wurde. Der Hexer wusste, dass irgendwas diese Erscheinung an diesem Ort band und er ihr Geheimnis ergründen musste, um sie, den Äther, zu entlassen. Mittags erscheint diesen Ort gebunden durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. War zu dicht dran. Ja, auf der Lauf. Sie ist geflohen, aber morgen kommt sie wieder. Etwas hält sie hier. Dann gehen wir mal gucken. Asche, Rehhaut, Becher, Apfel, Alchemistenpulver. Feuerstein, Weinstein und Böschung. Noch ein Apfel. Sonst ist hier nichts. Und wir wollen ein Schwert wegschicken. Fett, Hundeteig, Wolfsfell und Lederbänder. Dunkel, Eisen, Erz, Saphir und Gilt.
Und ab ins letzte Haus. Lederbänder, Bärenfett und Wolfsfett. Geld. Alkohol. Alchemistenpulver und Zwirn. Knödel. Und Alkohol. Mondscherben und Schweinehaut haben wir hier. Ein Mann, mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nicht seins. Eine Tabakpfeife. Vergilbtes Tagebuch. Ein Tagebuch könnte hilfreich sein. Es ist passiert. Volker hat am Gerichtshof in Vysima Beschwerde über alle Missstände gegen den Lehnsherr eingereicht. Er hat all den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde, wie der Herr Jonath getötet hat, als er sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte, wie er betrunken unsere Felder zertrampelte und von einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte, wie er bei Peters Hochzeit hineinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte. Nun bekommen wir endlich, worum wir Mittel in so vielen Gebeten angefleht haben. Ein Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt und uns aller Verpflichtungen dem Lehnsherr gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften. Endlich können wir als freie Menschen leben. Dieses Armband. Es könnte Geist der Frau an diesen Ort binden. Blutflecken. Kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift. Jemand, der noch lebte. Blutige Handabdrücke, kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Noch ein Abdruck beim Brunnen. Blutspuren, fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Quatsch.
gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Nicht zurückgeschwommen? Ich bin schon zurückgeschwommen. Na, Strappe. Also wenn er schneller schwimmt, dann verbraucht er auch mehr Sauerstoff. So. Bereite dich auf den Kampf gegen die Mittagserscheinung vor und entfache beim Brunnen. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen. Tränke trinken. Tränke trinken. Mhm. Boah, das hat man doch gerade erst. Nee, nicht. Auch nicht. Mhm. Es geht auch ohne Tränke, ohne Öle. Aber irgendwie hatte ich das Zeug immer schon vorher zusammen. Ich weiß auch nicht. Aber ich würde sagen, hier mache einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da und ein Abo und ich freue mich. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eure Florenda.